Der 11.11.2011. Vielleicht kommt Ihnen dann dieses Datum bekannt vor. Nein, es geht nicht um Ihre eventuelle Hochzeit, sondern es geht um den offiziellen Release bzw. das Veröffentlichungsdatum von Skyrim. Und wir von der PCGAH haben quasi einen Skyrim-Tuner entwickelt. Den gab es zuerst in der Ausgabe 1.2012. Das war die Urfassung. Und diesen haben wir dann weiter ausgebaut in der Ausgabe 3.2012. Und dieser Skyrim-Tuner ist sehr, sehr klasse, denn er optimiert das Spiel nicht nur grafisch, sondern auch performance-technisch. Und bislang war es so, dass es nur in der DVD-Ausgabe diesen Skyrim-Tuner gab, jetzt aber auch online verfügbar. Und was dieser Skyrim-Tuner kann, da schauen wir einfach mal rein. Ich habe das Skyrim PCGH Tuning Tool bereits geöffnet. Und was habe ich jetzt mit Ihnen vor? Zum einen schauen wir uns den Tuner mal ganz genau an, das heißt die einzelnen Kategorien und Reiter ansehen. Dann springen wir ins Spiel rein, um zu sehen, wie sieht das Spiel Skyrim vorher aus, um dann etwas zu tunen, Feinschliff zu betreiben und dann im Nachhinein zu gucken, okay, wie sieht Skyrim jetzt mit dem Tuning-Ergebnis aus? Und ja, welche einzelnen Bereiche es da gibt, da schauen wir mal im Detail genau hin. Was finden wir? Insgesamt gibt es die Kategorien Grafik, Auflösung und HUD, Schatten, Performance und Tweaks und Sonstiges. Unter Grafik, also der allererste Reiter, sind wir hier schon. Wir können Kantenglättung natürlich einstellen. Wir können Tiefenschärfe aktivieren oder natürlich auch deaktivieren. Multisampling einstellen, Wasserglättung einstellen. Also alles, was mit der Grafik zu tun hat, können wir hier ein bisschen regeln und drehen. Auflösung und HUD sehen wir schon. V-Sync könnten wir aktivieren. Wir haben hier auch einzelne Presets zur Verfügung. Das heißt, Sie da draußen können natürlich je nachdem, welche Monitorauflösung Sie haben, das gerne einstellen, wie Sie wollen. Entweder von uns ein Preset verwenden oder natürlich manuell. Auch das geht. Können Sie quasi hier unten eingeben. Für die Freunde, die es gerne etwas weniger Interface-lastiger haben, können Sie hier Fadenkreuze ausstellen, Questmarke anzeigen lassen oder nicht anzeigen lassen. Also das alles ist auf jeden Fall möglich und verbessert einfach so ein bisschen auch das Spielgefühl. Schatten, ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich zur Atmosphäre beiträgt. Und auch hier sehen wir schon, wir haben hier Landschaftsschatten, die wir anstellen können. Wir können Schatten auf Bäume quasi zaubern mit unserem PCGH-Tool. Wir können auch die Schattenkanten einstellen, von sehr weich einerseits bis sehr harte Kanten. Also alles dazwischen drin ist natürlich auch möglich, je nachdem, wie Sie es gerne möchten. Und wir können hier unten auch einstellen, wie hochauflösend die Schatten sein sollen. Auch da werden wir später noch einen kleinen Vergleich dazu sehen, wie das aussieht mit unserem Tool. Performance und Tweaks. Wer es gerne etwas blutiger mag, kann es gerne natürlich hier auch einstellen mit unserem Tool. Auch daran haben wir gedacht. Wir können die Intro-Sequenzen deaktivieren, damit man schneller ins Spiel kommt. Also auch hier ein bisschen mehr Performance rauszuholen. Und unter Sonstiges haben wir jetzt noch so ein paar Einstellungen drin, wie Speichern, nach jedem Pausen speichern, bei Reisen speichern, beim Warten auch selbst zu speichern. Also da einfach noch ein bisschen Komfort eingebaut, um Ihnen das Spiel so schönstmöglichst wie möglich zu gestalten. Gut, das erstmal zu den Tools. Bevor wir hier irgendwas einstellen, springen wir erstmal ins Spiel rein und schauen uns Skyrim an, wie es in der Urfassung aussieht, ohne es getweakt zu haben. Wir sind jetzt direkt im Spiel drin. Und wir schauen uns einfach mal um, gerade bei Wassereffekten oder auch Schatteneffekte, wenn man hier mal so drüber geht. Das sind jetzt natürlich etwas niedrige Einstellungen, aber wir sehen schon, das Ganze sieht natürlich etwas älter aus und macht nicht mehr den besten Eindruck. Wir können auch mal eben fix zu einem Baum hinspringen, denn auch die NPCs oder so, wie man hier sieht, tauchen plötzlich auf. Ja? Also das Ganze ist nicht wirklich fein zu spielen. Es hat zwar eine sehr, sehr gute Performance, aber Spielqualität technisch leidet das natürlich extrem. Hier bei den Bäumen sieht man, es ist auch alles, jetzt nicht verpixelt, aber zumindest nicht im Detail werden die Schatten angezeigt. Also es wirkt alles, atmosphärisch etwas schlecht dargestellt. Und mit unserem PCGH-Tool schauen wir jetzt mal, wie wir das Ganze etwas besser hinbekommen, wie wir mehr Effekte reinbekommen, besonders in die Bäume oder auch in die Landschaft. Und wir tunen das Spiel mal. Und sehen uns das Ergebnis jetzt mal an.
Wieder zurück beim Tuner angekommen, sehen wir auch schon, dass ich ein paar Einstellungen gemacht habe. Ich habe eine Kannenglättung eingeschaltet, ich habe eine Wasserglättung reingemacht, einen anisotropischen Filter, also anisotroper Filter auf 16 eingeschalten, ein bisschen Field of View erhöht, das bringt mir einfach mehr Tiefe ins Spiel rein. Auflösung ist im Prinzip gleich geblieben, was ich allerdings, das ist eine persönliche Empfehlung von mir, den Kompass, den habe ich ausgemacht, kann man benutzen bei Skyrim für die Quest. Mich stört er eher, ich habe eher gerne dieses Explorer-Feeling, also eher dieses Erkunden. Bei den Schatten habe ich Landschaftsschatten reingemacht, Schatten für Bäume, das gibt dem Ganzen mehr Atmosphäre. Harte Schatten, dass sie detailliert eben dargestellt werden und eine größere Schattenauflösung. Performance und Tweaks habe ich alles gelassen, wie es ist. Ich mag es eigentlich so, wie es eingestellt ist. Und auch hier bei den sonstigen Dingen habe ich alles belassen, wie es ist. Das übernehmen wir und gehen ins Spiel und schauen uns mal an, wie das Ganze dann getuned aussieht. Jetzt sind wir gerade im Spiel wieder drin. Das Tuning-Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Man sieht schon den ersten Effekt hier unten bei den Schatten, dass die Schatten durchaus detaillierter dargestellt werden. Es ist nicht mehr so verschwommen von den Schatten her. Also man sieht auch hier vielleicht die kleinen Hände quasi und hier die Schwertscheide. Wenn wir dann zum Wasser mal gehen, sehen wir hier auch schon, es ist viel detaillierter aufgelöst, das ganze Wasser. Also es macht viel mehr Laune, das Ganze auch anzusehen. Vorhin sind wir zum Baum gegangen. Auch das werden wir nochmal eben tun. Gehen nochmal zu den Bäumen dahinter, damit wir auch hier sehen, was sich da getan hat. Und da hat sich eine Menge getan. Die ganzen Bäume haben jetzt quasi auch Schatten bekommen. Die einzelnen Schatten von den Bäumen sind auch detaillierter geworden. Auch das können wir gleich sehen. Und das trägt natürlich ungemein zur Atmosphäre bei. Also hier im Vergleich zu vorher sehen wir schon, die ganzen Bäume haben hier jetzt auch wirklich die einzelnen Nadeln werden dargestellt. Also es wirkt alles einfach viel, viel detaillierter. Auch die Bäume selbst haben jetzt eine ganz andere Textur bekommen, wie man da, wenn ich mal so ein bisschen zu den Bäumen drehe, auch sehen kann. Also im Grunde genommen hat man hier jetzt schon viel Potenzial rausgeholt, ohne auf irgendwelche Texturmods umzusteigen. Einfach das Original beibehalten, nur das Ganze eben ein bisschen getuned. Sie haben jetzt gesehen, was man alles mit dem PCGH Skyrim Tuning Tool anstellen kann. Wie gesagt, Sie können da selber ein bisschen rumspielen. Schauen Sie sich es einfach mal an. Unter dem eigentlichen Artikel können Sie dann auch das Tool entsprechend runterladen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei bei einer schöneren Optik.